war an einem Montagabend, ungefähr kurz vor 8. Der Radio hat berichtet, es im Moment erfolgt, oder jetzt erfolgt ein Bombenangriff auf Freiburg. Sirenen haben angefangen zu heulen, aber nicht richtig. Es war kein richtiges Sirenengeheul, es war unterbrochen. Der Grund war auch, die ersten Bomben sind schon in Richtung Flugplatzkliniken, sind die schon runter. Ein richtiges Brausen war in der Luft. Ja, ein Brausen und Brummen. Es ist natürlich viel geborsten, aber durch das Brausen und Brummen hat man das Bersten gar nicht mitgekriegt. Wir sind da die Rosastraße runtergegangen und Hauptbahnhof, ja gut, da standen brennende Straßenbahnen, Züge haben gebrannt, drin der Bahnhof war ja sowieso nur noch ein Ascherhaufen. Ja. Und in der heutigen Bismarckallee, Bismarckstraße damals, waren drei Bunker, dort wollten wir rein, war nichts drin, war alles voll. Treppe zum Bunker, Leichen übersät. Dort sind wir Richtung Schlossbergbunker gegangen. Da sei Platz. Also dort angekommen, war auch Platz, aber ein Mordsgedränge und so weiter. Die Leute, wo keine Häuser mehr haben wollen, können in die provisorischen Schlafstellen gehen. Das war vom Schlossbergbunker aus, war das ungefähr das St. Elisabethen Krankenhaus, da wo die Babys zur Welt kommen. In der Dreisamstraße vorne. Da sind wir dann runtergegangen, da war auch nichts kaputt, ging an für sich, ja. Und das Elisabethenkrankenhaus war ein riesen Matratzenlager. Bis in der Hof hinterher, überall alles voller Matratzen. Am Eingang standen zwei Nonnen, zwei Schwestern, Elisabethenschwestern, ja. Und die haben dann meine Mutter und mich auch eingewiesen, da müssen sie hin. Weil ich wusste, meine Mutter hat was vor, ich habe es geahnt. Und in der Tat, es muss 5 Uhr gewesen sein, kann auch 5:30 gewesen sein, hat meine Mutter ganz leise mit der Schwester geflüstert. Sie geht jetzt in die Friedrichstraße zu meiner Tante, also zu ihrer Schwester, zur Frau Richter. Ja, sagte, das ist gut. Vielleicht könnte sie noch was retten, was irgendwas. Ja, sagt aber meine Mutter zur Schwester, passe sie auf die Kleie auf. Der kennt sich überall aus, der flitzt überall rum und so weiter. Und dass der ihn nicht abhaut. Nein, nein, sagt Schwester. Der auf den passe ich mir schon auf. Es war mir irgendwo klar, ich kam aus dem Elisabethenkrankenhaus raus. Bei denen viele Menschen, es gab eine Möglichkeit. Und da kam wieder ein Schwall von Menschen rein. Ich war schon wieder auf, ich war ja angezogen. War kein Schlafanzug, nichts angehabt, wie auch. Ne? Bin zwischen den Schwall von Menschen, die rein sind, unten durch. War ein kleiner Knäckis. Ja, und war draußen. Mit Ach und Krach kam ich die Rodeckstraße rauf. Es ging. Aber es war noch sehr heiß alles, es hat noch viel gebrannt und so weiter, glühende Balken und so weiter, aber ich kam durch. Mich hat keiner bemerkt. Ich sah dann auch den Haufen in der Friedrichstraße 6, rechts, wo auch unter vielen Menschen meine Mutter stand. Ich stand dort, hat geheult und hat diskutiert und ja, gut, okay. Da muss ja meine Tante sein. Mein Haus kannte ich in etwa schon, dass es das sein musste. Ich weiß nicht, wer mehr gesagt hat, meine Mutter oder die anderen Menschen. Schau mal, da ist die Elise, da ist die Frau Richter und so weiter. Entschuldigung. Ich bin froh, dass ich nicht mehr so dran denken muss. Ja gut, hat er. An der Wand sah ich dann meine Tante mit ihren beiden Kindern total verbrannt, aufrecht gesessen. Die Kinder hat es so gehabt. Der Wolfgang mit die Waltraut, es waren die Kinder, die waren 12 oder 13 Jahre alt. Ne? Also der Anblick war furchtbar. Es war furchtbar.